uns Erlöser und Heiler bist, er sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Mitfeiernde an den Bildschirmen und auch hier in der Schmachtenberger Kirche, darf Sie alle recht herzlich willkommen heißen, wieder mit meinem Team, unserem erfahrenen Kameramann, um heute auf einer weiteren Station unserer Gotteshäuser hier in Schmachtenberg Station zu halten. Wir haben ja in den letzten Wochen viele Kirchen und besondere Orte für unsere Gottesdienste genutzt. Und die Schmachtenberger haben ja ein wunderschönes Dorfkirchlein. Und sie sind auch zu Recht sehr stolz auf ihr Gotteshaus. Das, und ich hoffe, man wird es in den Bildern sehen, viel Atmosphäre hat, Wärme und Geborgenheit ausstrahlt. Was auch hier am Seitenaltar zu sehen ist. Wir sehen hier die Schutzmantel-Madonna und hier in ganz besonderer Weise, der dieses Bild zeigt Maria, wie sie schützend ihren Mantel über Schmachtenberg ausbreitet. Und man erkennt dabei auch noch, wie Schmachtenberg Mitte des 19. Jahrhunderts aussah, mit diesem wunderschönen Bild hier in der Kirche. Maria, Schutzmantel Madonna, bei ihr und bei Gott suchen wir immer wieder Hilfe und Geborgenheit. Und darum wollen wir jetzt Gottes Erbarmen auf uns herabrufen. Gott Vater, Schöpfer der Welt, erbarme dich unser. Gott Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser. Du Gott, Heiliger Geist, erbarme dich unser und sei in unserer Nähe. So erbarme sich der dreifaltige Gott über uns und schenke uns dereinst ewiges Leben. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe. Namen des Herrn aus. Der Herr ging vor seinem
Angesicht vorüber und rief: Der Herr ist der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Huld und Treue. Sofort verneigte sich Mose bis zur Erde und warf sich zu Boden. Er sagte: Wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, mein Herr, dann ziehe doch, mein Herr, in unsere Mitte. Weil es ein hartnäckiges Volk ist, musst du uns unsere Schuld und Sünde vergeben und uns dein Eigentum sein lassen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Thank you.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, O Herr. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, hier im Gotteshaus an den Bildschirmen. Vor vielen Jahren habe ich einmal eine sehr interessante Aussage von Missionaren, die in Afrika tätig waren, über die allerheiligste Dreifaltigkeit gehört. Denn in Afrika konkurrieren ja Christentum und Islam, wie sich auch in vielen Konflikten immer wieder zeigt. Wobei diese Missionare schon anerkannten, dass der Islam anscheinend mehr Erfolg hat als das Christentum. Und dies haben sie in einer sehr humorvollen Weise so erklärt. Im Islam gibt es einen Gott und der Mann darf drei oder mehr Frauen haben. Im Christentum gibt es einen Gott in drei Gestalten und der Mann und auch die Frau haben jeweils immer nur einen Partner und eine Partnerin. Diese Erklärung ist zwar sehr humorvoll und birgt doch Wahres in sich. Denn unsere Botschaft und Lehre von der Dreifaltigkeit bereitet eben nicht nur in Afrika Schwierigkeiten. Auch bei uns können immer weniger Christen diese Aussage unseres Glaubens mit Leben erfüllen. Und so wird aus einer Lehre eine Lehrformel mit 2e, die dann jegliche Strahlkraft verliert. Denn warum Gott gerade in drei Gestalten? Warum so kompliziert? Den meisten genügt ja ein Gott oder ein höheres Wesen, sein unverbindlicher Weltenschöpfer. Und man hört ja so oft, naja, wir haben doch alle den gleichen Gott. Damit sind auch alle Fragen vom Tisch gewischt. Nur haben wir Christen ganz andere Erfahrungen mit Gott, der sich uns auf seine besondere Weise zeigt. Doch warum so? Als Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist? Nur die Frage nach dem Warum führt uns in eine Sackgasse. Mit dieser Frage versuchen wir Gott zu enträtseln und genau zu ergründen. Gleichsam muss ich ihr Gott rechtfertigen, warum er so handelt. Wir selbst, nach unserem Handeln gefragt, reagieren ja oft ganz schön gereizt. Denn wir antworten ja gern, ich mache ja was ich will, mir hat keiner was reinzureden. Nur was wir für uns beanspruchen, sollten wir auch anderen und auch Gott zugestehen. Doch wie Gott unseren freien Willen respektiert, so gilt es auch seinen freien Willen anzunehmen. Denn er hat uns aus freiem Willen diese Welt und sein Geschöpf dem Menschen geschaffen. Und Jesus Christus hat uns aus freiem Willen erlöst und gerettet und uns seinen Geist geschenkt. Und darum brauchen wir den Glauben an die göttliche Dreifaltigkeit. Gott, der sich uns Menschen als Vater bezeugt hat, ein Vater, der uns alles in dieser Welt anvertraut hat,
und zu dem wir Du sagen dürfen. Ein Vater, der unsere Freiheit ernst nimmt und wenn wir versagen, seine Liebe nicht aufkündigt oder zurückzieht und handfestes Zeichen seiner Liebe ist das Kommen seines Sohns Jesus Christus. So erscheint Gott leibhaftig in unserer Welt. Und wie wir im Evangelium nach Johannes gehört haben, ist er gekommen, um zu retten, zu heilen und zu erlösen. Christus zeigt uns die Lebensperspektive, auf die wir durch seine Auferstehung angelegt sind. Und Gott zeigt sich in seinem Sohn als Retter und Erlöser. Nachdem Gott in Christus leibhaftig unter den Menschen lebte, bleibt er in unserer Welt. Denn Gottes Geist, der Heilige Geist, ist uns als bleibende Hilfe und Beistand zugesagt und gegeben. Wir alle haben diesen Geist empfangen. Ein Geist, der uns die Nähe Gottes spüren lässt. Dreifaltigkeit, drei Aussagen über einen Gott. Aber diese Aussagen von Gott lassen sich in zwei Sätzen zusammenfassen. Gott war, ist und wird immer gegenwärtig in unserer Welt sein. Nur wir müssen seine Gegenwart erkennen und spüren und uns für seine Gegenwart öffnen. Und der Dreifaltigkeitssonntag ist darum ein Fest der Menschen- und Lebensbejahung Gottes, der sich immer als liebender Retter und Lebensspender Gott gezeigt hat. Ein Gott in drei Gestalten, der sich uns auf wunderbare Weise so gezeigt hat. Denn im Wissen um den dreifaltigen Gott kann unser Leben gelingen, denn wir wissen, Gott war, ist und wird immer mit uns sein. Und dieses Vertrauen wünsche ich uns allen von ganzem Herzen. Amen. Für alte und jüngere Menschen, die an Covid-19 schwer erkrankt sind und für alle, die auf dem Weg der Besserung oder schon wieder gesund sind, für die vielen Toten überall in der Welt und die Menschen, die um sie trauern. Gott, barmherziger Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die vielen Frauen und Männer, die in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen die Erkrankten pflegen und die Gesunden vor der Infektionsgefahr beschützen. Jesus, unser menschlicher Bruder, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die nach den ersten Lockerungen eine neue Freiheit fühlen
und die vielen, die noch eher vorsichtig und zurückhaltend bleiben wollen, psychischen Abstand halten und menschliche Nähe suchen. Gottes Geist der Weisheit, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Menschen in den USA auf der Suche nach wirklicher Gemeinschaft, ohne Gewalt und über alle Grenzen von Hautfarbe und Herkunft hinweg. Gott, Vater aller Menschen, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die in Politik und Polizei, in Gesellschaft und Wirtschaft weltweit und hier bei uns dafür eintreten, die gleiche Würde aller Menschen zu achten und zu schützen. Jesus Christus, Friede der Welt. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die mit der Kirche in Deutschland auf dem synodalen Weg sind und uns weitergehen. Jesus Christus mit uns auf dem Weg. Wir bitten dich, erhöre uns. Du hast deinen Sohn in die Welt gesandt, damit die Welt und die Menschen gerettet werden. Dir vertrauen und danken wir im Heiligen Geist durch ihn, Jesus Christus, unser Bruder und Herr. Amen. Amen.
Lasset uns beten. Gott, unser Vater, wir rufen deinen Namen an über Brot und Wein. Heilige diese Gaben und nimm mit ihnen auch uns an, damit wir dir auf ewig gehören. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiere das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringe dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Franz und allen Bischöfen, zu den Priestern, Diakonen und Ordensleuten mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. In Dankbarkeit und Liebe gedenken wir unserer Verstorbenen, besonders aller Verstorbenen der Corona-Krise. Du bist ein Gott des Lebens. Darum lass sie deine Herrlichkeit schauen. Vater, erbarme dich über uns, erbarme dich unserer alten, kranken, pflegebedürftigen und einsamen Mitmenschen. Sei mit deinem Segen unseren Familien und schenke uns allen die Zuversicht, das ewige Leben zu erlangen, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben, preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen. Ich glaube an den Heiligen Geist, den Vater,
Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du einigst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gütig der Herr ist. Thank you.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, wir haben den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen. Erhalte uns durch dieses Sakrament im wahren Glauben und im Bekenntnis des einen Gottes in drei Personen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Vor dem Segen möchte ich auch heute die Gelegenheit nutzen und unserem Team herzlich danken, immer meiner Seite, Diakon Ricker, der auch viel, viel Organisatorisches hier für uns immer erledigt. Und natürlich heute der Hüter der Schwachenberger Kirche, lieber Jürgen, danke dir, dass du immer für uns da bist und wir heute auch dann hier wieder mal miteinander Gottesdienst feiern durften. Und natürlich auch besonderer Gruß an Pfarrer Waldemar Kill und Frau Anna. Für die sind es ja auch schwierige Zeiten mit dem Corona. Natürlich dann auch dem Ehepaar Lutz für die gesangliche Unterstützung als Lektoren und natürlich auf unsere Empore, unsere geschätzte Organistin Frau Christina Bräunig und natürlich ein echter Schmachtenberger, Klaus Wombacher, heute an der Klarinette. Sie haben wieder mit wunderbaren Klängen diesen Gottesdienst verschönt. Herzliches Vergelt's Gott. Und natürlich gilt auch ganz besonders mein Dank Ihnen allen, die uns die Treue halten. Man soll nicht auf die Einschaltquoten schauen, aber es freut einen schon, liebe Schwestern und Brüder, wie man sieht, dass unser Gottesdienst noch immer von vielen aufgerufen wird. Und ich hoffe, dass Sie alle dabei schönen Spaß haben und auch diese Stunde hier mit uns genießen können. Und nun der Ausblick in die kommenden Tage, natürlich bestimmt von unserem schönen Fest von Leichnam. Hier wollen wir am Mittwochabend, dem 10.06. um 19 Uhr am Freigelände am Bahndamm neben der Festhalle einen Gottesdienst feiern und am Leichnamstag um 10 Uhr im Pfarrgarten in Röllbach. Wobei achten Sie immer, wann die Glocken läuten. Wenn die Glocken nicht läuten, das Wetter nicht spielt, fällt es aus. Aber wenn sie läuten, denke ich, haben wir zwei sehr, sehr schöne Gottesdienste hier in Röllbach und in Hobbach. Und natürlich wollen wir die Sommerauer und Mönchberger an den Tag nicht vergessen. Und hier bieten wir eine Anbetungsstunde an in der Kirche von Sommerau an Fronleichnam von 14 bis 15 Uhr und in Mönchberg von 15 bis 16 Uhr. Und ich möchte auch hierzu recht herzlich einladen. Soweit dieser Ausblick, liebe Schwestern und Brüder. Ich wünsche uns allen jetzt noch einen schönen Sonntag, eine gute und gesegnete Woche. Und ich hoffe, liebe Schwestern und Brüder, Sie haben es genau gesehen. Mehr Desinfektion, wie ich betreibe, geht nicht. Also in diesem Sinne hoffe ich, dass Sie bald wieder dann bei uns einschalten. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. So segne, behüte und beschütze uns der dreieinige Gott, Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in den Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.